Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nerim am Rande des Schicksals. Es ist furchtbares Wetter draußen, muss ich euch gerade sagen. Wirklich, wirklich furchtbares Wetter. Es regnet und es ist gerade 8:30 Uhr abends und ich war gerade mit dem Hund unten komplett blitzschnass und ich dachte, jetzt ist doch die beste Zeit, um aufzunehmen. Genau. Ich habe vergessen, was er wollte. Lass mich nachdenken. Ich werde nicht schneller zu einer Lösung kommen, wenn ihr ständig hierher rumtollt. Okay, wahrscheinlich denkt er immer noch darüber nach, wie er das machen will. Haben wir jetzt sozusagen freie Zeit zu machen, was wir wollen? Ja, was wollen wir machen? Ich gucke mich jetzt ein bisschen in der Stadt um, auch nochmal. Bequatsche wahrscheinlich ein paar Typis und dann, ja, wird es wahrscheinlich ganz nett sein. Wenn es mal laden würde. Ah, komm noch. Hopp. Heute dauert es lange mit dem Laden. Oh. Neblig. Und das Wasser ist auch neblig. Dann quatschen wir mal mit allen Leuten, die es hier so gibt. Hallo. Ich darf nicht mit euch reden. Oh nein. Das ist ja schlimm. Ach, der fingerlose Erwin. Oh. Ich glaube, der gehört euch. Hallo? Okay. Lassen wir das. Boah, sieht ja schön aus. Endlich benennt mich die Sonne mal nicht. Alter, ich habe in der Stadt so wenig FPS. Dann fragen wir ihn nochmal. Er ist Bauchredner? Oder beziehungsweise er redet. Ja, bitte. Okay, der macht gar nichts. Seid ihr gekommen, um. Der kann mir so eine Handwerksberufe lehren. Kann erstmal meine Ausrüstung reparieren. Wie viel Geld hat er denn? 860! Da lohnt es sich ja fast schon, die Sachen zu verkaufen. Den, ihr wisst schon, was ich meine. Das, vielleicht... Ich habe eine Idee. Ich mache jetzt erstmal richtig viele Gifte. Mit den, Giftmischer. Und, dann verkaufe ich die, weil man Gift nur auf Waffen machen kann und wir haben keine Waffen. Kann man überhaupt Gifte machen in dem Spiel? Ach, die Eisplanken sollte ich ja nehmen, statt drauf zu klicken. Ohne Sinn. Ja, Schockschaden. Ist ja auch lustig. Entzug Intelligenz. Das will ich haben. Oder Schaden Lebensenergie geht ja auch. Dann verkaufen wir halt die Gifte, die wir hergestellt haben. Ich frage mich, wie die jetzt heißen. Müssen ja eigentlich Gifte sein, oder? Ja. Schaden Lebensenergie. Sogar für 29 können wir die verkaufen. Da verkaufen wir gleich alle. Falschen wir natürlich ein bisschen. Ja, das ist doch schön. Ja, die Tränke. Wir können keine Tränke verkaufen. Yay. Das ist gerade mein Stuhl. Ich habe mich ein bisschen runtergeschraubt. Ja. Dann gehen wir mal zu einem Händler, der das macht. Ich glaube, der hier oben würde, müsste das eigentlich machen. Der da. Es leckt schon wieder. Ziemlich doll. Ich hasse es. Und ich mag... Ich weiß nicht. Der wird mir immer unsympathischer, Callisto. Obwohl er so einen schönen Bart hat. Ich glaube, er hätte Strawberry Cake nicht töten sollen.
Aber so Synchronsprecher zu sein, muss auch Spaß machen, oder? Ich weiß nicht, das wäre auch ein toller Beruf. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Exakt. Eigentlich kein bin Problem. Ich... Okay, lass mich doch nicht ausreden. Kauf mir ihm das Gift. Dead Gift. Für 24. Das ist immer sehr gut, wenn wir... Also ich erstelle jetzt noch ein paar Gifte. Das kann ich jetzt aber auch außerhalb der Aufnahme machen. Wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, da sind wir wieder. Ich habe jetzt recht viel Geld eingenommen. Ich glaube, jetzt haben wir 3000 ungefähr. Natürlich. Und jetzt haben wir auch die höchste Stufe, habe ich ja gerade gelehrt. Der Zerstörungszauber. Mache ich nochmal 5 Wiederherstellung. Und mal gucken, wie viel Geld wir jetzt noch haben. 2300, gut. Also ich denke mal, wir werden jetzt das so machen, dass wir immer wieder alles mitnehmen, was wir mitnehmen können von Lebensenergie herstellen und so weiter, beziehungsweise von den Zutaten für Getränke, für Zaubertränke, und dass wir die nicht selber nehmen, sondern verkaufen. Ich frage jetzt mal hier jeden aus. Ungeziefer. Ja, ja. Okay, ich glaube, die wollen nichts von mir. Wie lange will denn Callisto überhaupt da noch rumnörgeln, ey? Ich mag Callisto gerade gar nicht. Aber der wird wahrscheinlich mehr wissen als wir, also vertrauen wir ihn erstmal. Aber wenn er uns zu nervig wird... Klick-klack. Keine Zeit, ich bin... Eigentlich wollte ich auch nicht mit dir reden, sondern mit der guten Frau. Oh, ihr seht aus wie... wie eine... Ja, ja, wie einer dieser Eterner. Jedenfalls, einen Synchronsprecher hätte man schon Interesse, ihr nicht, weil das wäre doch eigentlich voll cool. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich müsste man dann erstmal seine Stimme ein bisschen trainieren, weil man kennt das ja, man ist so ein bisschen, man nimmt das alles nicht so ein bisschen ernst, aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht müsste man dann so ein bisschen, seine Stimme muss man bestimmt so einen Kurs belegen, um seine Stimme wahrscheinlich so, sagen wir mal, charismatischer zu werden. Ich finde, der charismatischste Mensch auf YouTube ist auch eigentlich der beste YouTuber, beziehungsweise der erfolgreichste, nämlich Gronkh ist eigentlich der charismatischste YouTuber, den es im deutschen YouTube gibt, und ich finde auch, deswegen ist er wahrscheinlich auch der gute, beste YouTuber, beziehungsweise der erfolgreichste, der beste ist immer noch Holly LP. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Genau, ich will meine Alchemie nämlich nochmal um 5 Punkte erhöhen. Gut, ich bringe es euch bei. Gut, jetzt müssen wir wieder sau wenig Geld haben. Ja, 1700. Na, danke. Haben wir ein bisschen Geld ausgegeben in der feindlichen Stadt, ist ja auch was Schönes. Oh, hier ist schon wieder ein jetzt bauen sie hier sogar. Ich habe mehrere Leute. Ja, klar. Habe ich auch gehört. So ungefähr 27 Milliarden Mal. Ich glaube, ich guck mich dann eher nicht in der Stadt um, sondern ein bisschen um die in der Landschaft. Wie geht's dir denn so, mein Freund? Keine Zeit, ich bin im D. Okay, ist auch anscheinend so eine Wache. Von hier sind wir gekommen? Ja, muss ja. Gut, dann gehen wir mal in die andere Richtung der Stadt. Da, wo wir uns mit der Eulen getroffen haben. Und da gucken wir uns dann so ein bisschen draußen um, würde ich sagen. Ja, warum auch nicht? Ist das schön hier. Können wir auch ein bisschen langsamer laufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch schon richtig auf den Nachfolger von Nering. Ich habe mehr. Ja, das wissen wir. Fliegen. Hört man hier. Ich will keinen. Okay, ein Henker mit einer Augenklappe und einer blutigen Axt, der gerade jemanden geköpft hat, sagt zu mir, ich will keinen Ärger. Okay, das kann ich verstehen. Ich rede vom Menschen. Ja, wissen wir. Ich liebe Hafenstädte. Ich liebe überhaupt Inseln und so, habe ich ja schon tausendmal erzählt, aber man kann es nur immer wieder sagen. Herrlich.
Hier wird anscheinend niemand gesucht. Endlich mal einfach mal die Fresse halten und die Musik genießen, die ich jetzt schon wieder zerstöre, weil ich wieder rede. Dann gucken wir uns hier ein bisschen um, würde ich sagen. Gehen auf den einen oder anderen Dungeon, vielleicht in eine Höhle oder so. Und genießen unseren freien Tag. Hier habe ich schon wieder mehr FPS. Sehr seltsam. Wahrscheinlich kann das Spiel von der Engine her nicht so, ich schätze mal, so viele Charaktere projizieren. Ich denke mal, es ist so ein bisschen die Engine, auf der Oblivion basiert, dass es nicht besonders gut klappt, denke ich jetzt einfach mal, ne? Weil, naja, man merkt, es laggt manchmal ziemlich doll. Ach, und ich sollte mal vielleicht... wo ist es denn? Wo ist es denn? Die Eispranken nehmen. Das ist eigentlich richtig, richtig, richtig gut gemacht, dass man durch Eispranken und überhaupt durch Blumen seine Attribute erhöhen kann. Das finde ich total genial gemacht. Boah, schön hier. Einfach mal so stehen bleiben und uns umgucken. Nicht wahr? Guckst du auch immer so böse. Willst du, dass ich mit dir komme? Ja, komm mit mir. Schön, dann gehen wir los. Es hat sich so angehört, als würde ich ihn jetzt einfach so am Straßenrand absetzen. Nö, ich bind dich jetzt hier an. Hier, komm, mitten im Busch. Ja, so hat sich das angehört. Eine Riesenratte. Eine riesen Ratte. Die ist riesig. Habe ich gehört. Was war das? Das kann ich ja mitnehmen. Nichts gefunden. Ui. Cool. Das wusste ich nicht, dass man das mitnehmen kann. Wisst ihr, was ich mit diesem Absorptionsschild machen will? Ich glaube, ich mache das in unsere Burg und lasse es da so ein bisschen... Na, damit es ein bisschen prachtvoller aussieht, kann ich vielleicht irgendwo an die Wand hängen oder so. Und dann wird es schon ganz schnieke, ne? Ja, dann gehen wir hier jetzt mal in die Mine rein. Hier muss doch irgendwo die Wüste sein, stand doch da. Ach, wenn wir jetzt ein bisschen weiter da lang gehen, gibt es die Wüste. Okay. Ja, sieht doch schon mal nett aus hier. Hier mache ich auch erstmal kurz einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis denn.